Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tom und wir sind hier wieder auf unserer großen Farm. Aktuell habe ich das neueste Update der Karte wieder mit dabei. Braucht diesmal auch kein Update, also ich werde das Ganze auch noch unten verlinken, falls ihr die neue Karte nicht habt. Einfach runterladen, in den Mod-Ordner schmeißen, die alte rausschmeißen und glücklich sein. Was hat sich geändert? Es wurden ein paar Sachen gefixt und mal gucken, ob wir das gleich so direkt mal sehen. Müssten wir eigentlich? Genau, das sehe ich schon. Ihr seht es vielleicht auch. Hier haben wir ein gutes Beispiel. Mist, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Wir haben neue Kühe von Susi und dem anderen. Entschuldigung für den Namen. Wir haben hier nun... Moment, ich kann es euch gleich zeigen. Wo war der Trigger? Der müsste etwa hier gewesen sein. Genau. Also, die Änderung ist nun, wir haben jetzt eigentlich nur noch zwei Arten der Kühe. Holsteiner und die Angus. Giantsmäßig lässt hier nur 8 zu. Aber wir haben hier unterschiedliche Größen. Also das Kalb, der Vers, ist ein bisschen größer. Müssen wir theoretisch auch haben. Dann haben wir die Kuh. Seht schon, wächst wieder weiter. Dann haben wir hier die drei Weiber sozusagen. Dann haben wir hier die Männchen. Einmal der Jungbulle und der große Bulle. Und dasselbe natürlich auch hier beim Angus. Genau das gleiche Prinzip. Hier die Mädels. Sieht ein bisschen böse aus, oder? Hier der Junge und hier der Stier. Das sieht im Vergleich zur Kuh richtig lieb aus. Die Kuh möchte ich nicht. Wenn wir jetzt mal kurz gucken in unser Stall rein, dann haben wir hier Kuh, Kuhkalb und Kuh. Also wir haben eine Kuh und das Kuhkalb. Also heißt das, dazwischen fehlt uns noch. Keine Ahnung, ich meine, ich habe das mal vergessen zu auffüllen nach einem letzten Update. Gras hatten wir ja permanent drin, aber leider halt 80%. Das Animal Grazing ist da mit dabei. Ich muss gucken, ob ich das irgendwie runterkriege. 80% Gras ist mir zu viel. Wenn ich den Skript nicht anpassen kann, dann fliegt das wieder raus, weil das bisschen Mischration, das ist ratzfatz weg. Und ihr wisst ja, zuerst wird Mischration gegessen und dann nur noch Gras. Muss ich mal in den nächsten Tagen mal fixen hier. So, ihr seid jetzt auf dem neuesten Stand. Ich habe hier noch ein bisschen Silage. Wir sind aber, glaube ich, auch voll. Ja, beinahe. Also würde ich sagen, das lassen wir mal. Wir gucken mal ganz kurz auf unseren Helfer, der hier auf dem Feld hier Gras ansät. Der ist mittlerweile auch schon ein bisschen weiter gekommen. Also ihr seht schon, wir haben... will ich sagen, die Hälfte. Ja... Nah dran, ne? Nah dran. Das mal zu dem. Also da wird heute, also heute muss hier Gras drauf. Dummerweise hat er mir auch gleich immer das Dünger aufgefüllt. Ist jetzt halt einfach so anscheinend, wenn ich das mal so angucke, hier oben sieht man, erhöhe Stickstoffwert auf optimalen Wert für Gras. Das heißt dann in dem Sinn eigentlich, er macht genau den Sprung der Düngung direkt auf den optimalen Wert für Gras. Das hieß ja eigentlich immer, man soll erst danach düngen, wenn das die Frucht gekeimt ist, aber wir werden das jetzt mal anschauen, ob das funktioniert. Und ja, ich würde sagen, den lassen wir hier fleißig weitermachen. In der Zwischenzeit habe ich ja immer noch dieses Problem hier.
Da habe ich mich vermutlich wieder rausgeklickt. Hier drüben. Genau. Sollte ich mir echt abgewöhnen. Nächster Wegpunkt. Da machen wir noch Übergabe CP. Dann kann der nämlich gleich wiederholen, sobald er hier leer ist. Wir müssen auch später mal gucken, ob er alles mitgenommen hat. Ich hoffe es zumindest. Das war den brisanten Ecken, wie zum Beispiel hier oder da oben. Wir können gleich mal kurz gucken. Ja, eben, das dachte ich eben. Dass hier nicht angesät worden ist, müssen wir dann von Hand noch übernehmen. Wie gesagt, dann gucken wir noch ganz kurz zu dem Kollegen hier. Punkt, wie gesagt, den haben wir das letzte Mal zurückgenommen. Ist weiter hinten. Die Verkaufsfläche hier ist einfach zu klein. Ich glaube, das passt sich für mich noch persönlich an, dass man hier automatisch abfahren kann. Weil so bedarf es mir eigentlich immer die der händische Eingriff. Problem ist aber, ich glaube, der hat sowieso nie wirklich alles automatisch durchgefahren. Zack und tschüss. Da muss ich mal gucken, ob das ein Problem liegt am Autoloader oder was auch immer. So, jetzt haben wir keine Maus. Nein, aber ich schätze mal, das ist der Kollege hier oben. Dem werde mir natürlich helfen hier. So. Und dann ist eigentlich alles noch richtig eingestellt. So. Dann kann der hier weitermachen. Gut. Soweit, so gut. Dann haben wir ja. Ich kann dich hier besuchen. Sehr schön. Andere Richtung. Wir haben ja auch noch ein paar Aufträge gefasst hier. Da müssen wir Material verkaufen. Und ich glaube, das machen wir heute mal, dass wir die Mission noch fertig kriegen, weil ich glaube, die eine Mission ist kurz. Ja, kurz nicht, aber sie naht dem Ende. Nämlich, was war's? Wo haben wir die Missionen? Hier 34 Stunden, habe ich noch Zeit, aber hier müssen wir Gas geben. 36, 6 Stunden für 33.000 Liter Trizikale. Und das müssten wir eigentlich noch direkt am Silo haben. Haben wir das letzte Mal ja geguckt. Oh, Silage könnten wir eigentlich auch mal verkaufen. Würde uns auch Geld bringen. Müssen wir mal gucken, was der Preis ist. Da. Also, wir hätten gerne Weizen. Nee, die Kalle. Bin ich auf die falsche Richtung, nehme ich an. Da ist es. Da haben wir einiges. Frage ist, wie viel kriegen wir hier rein? Waren es 28? Doch, das Schild reagiert. Sehr schön. 25. Na gut. Dann machen wir doch das mal. So. Wohin müssen wir mit der Lieferung? An den Viehhändler. Könnten wir ja theoretisch auch schicken lassen. Ich meine, die Route hätten wir ja schon gesetzt. Bin aber gerade nicht sicher. Ich glaube, die Verkaufsstelle habe ich tatsächlich noch nicht eingestellt. Oder eingefahren. Das heißt für uns, dass wir das dort noch machen müssen. Das andere ist, glaube ich, Milch, das wir liefern müssen. Könnten wir natürlich heute auch gleich machen, dann wäre es gleich auch erledigt. Man kriegt ja anscheinend für die Lieferung doch ein bisschen mehr.
haben wir das letzte Mal ein bisschen kurz hier ausgerechnet. So. Gucken kann ich jetzt gerade nicht. Ja, die Spiegel spinnen eigentlich jetzt komplett rum. Keine Ahnung, was an was das jetzt wieder liegt. Wir ignorieren das Ganze jetzt einfach mal. Ne? So. Bei unserem Wald haben wir natürlich im Moment auch nicht wirklich weitergemacht. War nur die eine Session. Vielleicht werde ich die Zeit tatsächlich dann irgendwann später mal reduzieren. Ich habe es jetzt aktuell auch auf 2. Dass wir da schön die Wiese gemäht bekommen für diesen Monat. Dass wir am Schluss noch was sehen, wenn wir da noch Korrekturen machen müssen. Nehme ich an, dass wir das müssen. Habt ihr auch gesehen. Oh. So, ja, was haben wir noch? Ich glaube aktuell gerade nichts. Wir müssen mal gucken. Nächsten Monat können wir denn tatsächlich die Felder ansehen. Ich meine, im April geht denn alles. Das wird denn da. Was war noch das, was wir wollten? Sorgo, meine ich. Ich glaube, Sorgo haben wir aktuell nicht, weil dann könnten wir dann irgendwann auch mal zu den Schweinchen gehen. So. Also Viehhändler ist schon am Start. Dann fahren wir hier gleich mal das den Verkaufspunkt ein. Müssen wir halt noch gucken, wo der Verkaufspunkt wirklich auch ist. Ob das da gleich da vorne in der Mitte ist oder ob der weiter hinten ist. Ja, denn wie gesagt, den haben wir schon. Und stellen wir hier mal kurz AD an. So. Wo verkaufe ich denn das Gut hier? Ich glaube, da hinten ist nur Wasser. Habe ich hier alles ausgeblendet? Sorry, ich muss mal ganz kurz das Ganze hier einstellen. Ich glaube, ich würde behaupten. Ja. Theoretisch gesehen müsste das eigentlich passen. Ich schiebe das Ganze noch ein bisschen weiter rum. Dann passt das ganz bestimmt. So. Bin ich schon mal gespannt. Also Kohle kriegen wir keins. Das ist schon mal nicht schlecht. Also 77% haben wir. Also, dann müsste das eigentlich passen hier. Da kommen wir eigentlich auch rundherum wieder zurück. Oh. Also wir sagen, ich glaube, da wird ein Problem bekommen. Unser lieber AD-Fahrer. Ich wette mit euch, da kriegt ihr garantiert ein Problem. Das heißt, wir müssten mit theoretisch die ganze Geschichte hier wieder
Ei. Auslösen. Denn sonstiges, ja, das war vermutlich Saatgut. Ich guck jetzt mal ganz kurz nach da hinten. Was haben wir denn da? Okay, das heißt, wir könnten dann so hier lang und dann da wieder raus. Ich würde sagen, ist keine schlechte Idee. Machen wir. Dann haben wir hier eine... Okay, hat wieder was verkauft, aber nur teilweise. Dann müssen wir gleich nochmal... Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Kurz gucken. Also, das heißt, würde ich sagen... Aufnahme hier. So, jetzt gab es doch da... Shift Alt Shift Control. Ich bin nicht sicher. Geht auch so. Dann müsste theoretisch das auch eine Einbahnspur werden. Kriegen wir auch so hin. So. Zack, zack, zack. Zack und zack. Und wir fahren uns hier die Ausfahrt ein. Wir können das Ganze auch so über den Trigger laufen lassen. Dann können wir theoretisch hier auch Wasser holen. Was denn das notwendig wäre. So, und dann gleich daran. So, perfekt. Dann würde ich sagen, dann fahren wir das Ganze nochmal zurück. Ja, mu. Alles gut. Bin ja schon wieder weg. So, also dann belade ich jetzt noch gerade so viel, wie er braucht. Und lass ihn dann einmal fahren. Nicht, dass wir dann noch umsonst für billiges Geld das Ganze verkaufen. Das können wir hier unten einstellen. Einmal bitte. Genau. Und dann hätten wir diese Mission durch. Ich schätze mal, ab nächsten Monat sollten dann auch wieder andere Aufträge auftauchen. Wäre ja zu wünschen. Und wir gucken noch auch gleich mal, wie viel Milch das wir verkaufen müssen. So. Ja, zum LKW fahren müssen wir natürlich auch noch mal kurz. Vielleicht müssen wir da dann vielleicht noch einen anderen Wagen besorgen. Der das vielleicht ein bisschen angenehmer gestaltet. Aber da die Abladestelle sowieso nicht alles annimmt, ist das eigentlich kein Problem. Da müssen wir sowieso einmal dahin. Wir gucken nachher auch gleich mal, wie viel Salat das wir überhaupt noch haben. Ich glaube, wir bringen ja etwa 15.000 pro Ladung. Müsste eigentlich doch noch einiges da sein, würde ich behaupten. Ich glaube, wir haben jetzt etwa 3-4 Ladungen abgeliefert. Da hätten wir knapp die Hälfte abgegeben.
Ich würde aber auch sagen, wir laden dann die Geschichte mit dem Düngegleich dann auch aus bei den oder ein in die Gewächshäuser. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es wird schon langsam wieder, ja? Die Sonne ist schon wieder auf dem Untergang. Und wir haben hier noch einiges zu tun. Wichtig ist aber einfach mal die Mission, dass die abgeschlossen wird heute. Die muss heute weg. Die muss heute weg. Weil spätestens in 6 Stunden. Also nach heute ist die so oder so weg. So, also. Das heißt, einmal rein. Gucken wir mal gleich, wie viel das wir noch bringen, liefern müssen. 33.000 Liter wollte er. Wir hatten 25.000. Dann wären das etwa 8.000 Liter. Na. Ah. Also etwa 8.000, ich mach mal 10. So, passt. Und dann würde ich sagen, bringen wir die letzte Lieferung zurück. Das darf er jetzt aber auch selber machen. Gehen wir gleich mal direkt auf die Karte. Dann können wir den Punkt auch so anwählen. Tierhändler. Dann. Ja, das ist jetzt doof, ja. Wo haben wir ein Tier? Tier. Händler verkauft. Dann ist es mutisch das hier. Hof, Silo. Wir können auch Hof lassen, weil das ist ja sowieso nur einmalig. So. Und du bringst bitte jetzt mal alles weg. Müsste eigentlich klappen hier. Scheint das nur so, oder? Die Lichter sind nicht an. Scheint aber so, ha? So, Screenshots sind da. So, wo ist denn unser Kollege hier? Wir müssen mal kurz gucken. Kollege Nummer 1 ist vermutlich nicht bei der Raiffeisen. Der wird hier stehen, korrekt. Hat noch 4000 Liter drin. Warum zum Geier? Ich vermute, ich wieder drauf geklickt. Nehme ich jetzt mal an. Hä? Mann. Und. Tschüss. Und wo fährst du hin? Ja, natürlich zum Konoko, weil ich wieder doof rumgeklickt habe. Wir wollen. Haha, halt, das macht keinen Mist, bitte. Ich muss mir das echt angewöhnen, hier auszusteigen, bevor ich rumtapp.
Wäre möglicherweise noch sinnvoller. Wäre vielleicht noch sinnvoll. Also, wir wollten noch was gucken, meine ich. Was wollten wir noch gucken? Wir fahren mal ganz kurz zurück. Hier geht's nicht lang. Müssen wir vielleicht auch mal einen Weg ziehen. Vielleicht müssen wir vielleicht wirklich mal gucken, dass wir hier mal ein paar Felder bekommen. Gibt es noch vielleicht der eine oder andere Weg mehr? Mal schauen. Mal schauen. Schaut schon witzig aus. So. Und dann ab wieder aufs Feld. Der wird jetzt vermutlich ja länger da gestanden sein, denke ich jetzt mal. Ja gut, nee, kann nicht sein. So lange auch nicht. Aber halt nicht auf dem Feld, wo er hingehört. Oh, Blitz, Blitz, Blitz. Ja, es wird definitiv dunkel. Es wird definitiv dunkel. So. Und dann darfst du losdüsen. Sind wir zu weit? Hä? Nein, stopp. So. Also wir gucken mal gleich auf die Karte rauf. Wir schalten hier mal kurz das Gras ein. Man sieht es halt nicht wirklich. Aber ja, hier, hier und da. Ich glaube, der Rest müsste jetzt schon gut sein. Also hier vorne wissen wir eigentlich auch, mindestens ein Streifen war nicht okay. Den müssen wir unbedingt auch noch fixen. Hier keine Flecken drin haben. Man sieht es aber auch kaum. Vielleicht hier noch, vielleicht hier. Könnte sein, könnte sein. So, was wollte ich denn noch? Wollte ich denn irgendwas noch gucken? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, nein. Wie gesagt, Missionen haben wir noch da am Start. Stimmt, jetzt weiß ich was. Wir wollten doch gucken, wie viel Salat wir noch drin haben. Und da sind wir noch bei 29 und hier bei 4.500, ein bisschen mehr. Ja, es sind gut zwei Ladungen noch. Sehr schön. Was haben wir noch hier noch? Tomaten haben wir noch 9,4. Erdbeeren noch jede Menge. Dann hier oben haben wir noch die Tomaten, das ist fast leer. Wie gesagt, da werden wir dann ziemlich bald mal noch Dünger reinschmeißen. Oh, das wird schon wieder lustig dunkel hier. Aber schön. Aber schön, ne? Da kann man nichts dazu sagen. Schönes Abendrot. Wie weit ist denn unser Kollege da? Ist er schon unten angekommen? Ja, perfekt. Oh. So, können wir gleich gucken, ob das funktioniert.
Ja, hat ja mal toll funktioniert hier. Kann das sein, dass Abholen Lieferfleisch nicht das Richtige ist? Das könnte halt schon sein, ne? Könnte halt schon sein. Muss ich nochmal gucken, ob das... So, also der Rest ist on top. So, der Auftrag ist erledigt. Das heißt, du fährst zurück zum Hof. Und er nimmt auch den richtigen Weg. Sehr schön. Und ich denke, die Sonne ist jetzt eben gerade untergegangen. Also der fährt auch schon wieder. So. So. Ich kann nicht mal sagen, zum Sonnenuntergang machen wir Schluss, denn die Sonne ist schon untergegangen. Ich sage mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei, wenn wir hier weitermachen, und vermutlich wird es dann schon April sein, schätze ich mal. Weil, wie gesagt, den Auftrag, bevor ich es vergesse, haben wir abgeschlossen. Gut, macht jetzt auch nichts mehr. Abschluss, zack. Nochmal 30 oben drauf, und wir haben hier noch den Milchauftrag, den können wir morgen den ganzen Tag durch noch machen. 8000 Liter kriegen wir hin. Mehl und Zuckerrüben haben wir nicht, und mit der Hoffnung, dass wir morgen mehr Aufträge bekommen. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß zum zweiten, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, bye bye.